meine Damen und Herren, wir machen weiter. Die Diskussion zwischen Ivan Krastev und Sven Giegold hat sehr schön gezeigt, dass die Ergebnisse der Europawahl sehr divers sind und ganz unterschiedlich interpretiert werden können. Deshalb wollen wir jetzt noch mal in die Analyse einiger Länder gehen und schauen, ob trotz dieser diversen Ergebnisse wir trotzdem Trends ausmachen können. Was die Wahlergebnisse für die Länder bedeuten, vielleicht auch, dass wir sie regional einbetten können. Dann hätten wir die Regionen alle auch vertreten hier auf dem Podium. Und ja, was das für die zukünftige Europapolitik dieser Länder dann bedeutet. Und dann hoffentlich reden wir auch noch, was das dann für die Rolle Deutschlands oder die Erwartungen dieser Länder an Deutschland bedeutet. Ja, wir haben darüber gesprochen, es ist sehr schwierig, die Ergebnisse wirklich einzuordnen, beziehungsweise ohne Widersprüche einzuordnen. Auf der einen Seite sind rechtsextreme Parteien in einigen Ländern zur stärksten Kraft geworden. Auf der anderen Seite wurden sie in manchen Ländern zurückgedrängt. In einigen Ländern sind die großen Volksparteien dabei, in die Bedeutungslosigkeit zu versinken. In anderen Ländern haben sie sehr gute Ergebnisse eingefahren. Und so weiter und so fort. Die Grünen haben in einigen Ländern sehr hoch gepunktet. In anderen Ländern haben sie auch Sitze verloren oder sind halt in manchen Regionen gar nicht mehr vertreten. Wir fangen jetzt an, uns auf diese vier Länder, die hier oben vertreten sind, zu fokussieren und fragen, ob dort überhaupt eine Europawahl stattgefunden hat. Also haben die Wählerinnen und Wähler über Europa abgestimmt oder ging es um nationale Themen? Und wenn sie für Europa über Europa abgestimmt haben, für welches Europa haben sie dann gewählt? Und welche Motivationen standen dahinter, sich für EU-skeptische Parteien oder proeuropäische Parteien auszusprechen? Dafür haben wir illustre Wahl- und Parteienforscherinnen eingeladen. Ich begrüße Sylvie Strudel aus Paris. Ich begrüße Piotr Buras aus Warschau. Ich begrüße Lina Papadopoulos aus Thessaloniki, Griechenland. Und Uwe Jun aus Trier. Herzlich willkommen alle vier. Uwe, wir kennen uns schon sehr lang. Das war nicht, dass ich deinen Namen nicht mehr wusste. genau, Professor Dr. Uwe Jun ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Trier. Er hat unter anderem auch an der Harvard-Universität in den USA, in Stockholm und Berlin gelehrt und geforscht. Wir fangen mit Deutschland an. Hier in Deutschland haben wir eine Tendenz, die sich noch mal verstärkt hat, dass die traditionellen Volksparteien, die CDU und die SPD, an Bedeutung verloren haben und vor allen Dingen die Grünen ihr Ergebnis steigern oder sogar verdoppeln können. Wie ordnest du dieses Ergebnis ein und für welches Europa haben die Wählerinnen und Wähler in Deutschland für ein Europa über Europa abgestimmt und wenn ja, für welches? Ja, ich denke, zunächst erstmal kann man sagen, eine optimistische Sichtweise. Noch nie waren die Deutschen so proeuropäisch bei Europawahlen wie dieses Mal mit Blick auf ihre Europafreundlichkeit. Also noch nie haben die Deutschen bei einer Europawahl Europa so mehrheitlich so positiv gesehen wie bei dieser Wahl. Das lag auch daran, dass das Europathema sehr stark politisiert worden ist. Die Zustimmung zu Europa war sehr groß. Und das hat auch sich am Ende auf das Ergebnis der AfD ausgewirkt, die als einzige Partei ja, als einzige der größeren oder Bundestagsparteien dezidiert europakritisch und europaskeptisch war und auch deswegen unter ihrem Bundestagswahlergebnis blieb, weil das Anti-Europa-Thema nicht so gut zog bei dieser Wahl und deswegen eben für sie ein, ich finde, eher enttäuschendes Ergebnis, auch wenn die Parteiführung das anders interpretiert hat, erzielt und erreicht hat. Das kann man also in Deutschland sagen. Das ist ja erstmal ein sehr positives, optimistisches Ergebnis. Und das Zweite kann man auch sagen, tatsächlich werden die Grünen immer als die Antipoden zur AfD wahrgenommen. Das wird ja auch von der AfD selbst so geschürt.
Und das hat auch die Grünen tatsächlich als die proeuropäischste Partei erscheinen lassen, als Gegenpart zur AfD. Und das hat mit dazu beigetragen, dass sie ein so positives, gutes Ergebnis erreicht haben. Man muss allerdings sagen, dass es, wenn wir uns die Nachwahlbefragungen genauer angucken, hinter dem Klimathema deutlich stand. Also auch wenn Sven Giegold das nicht so gerne hört, aber das Klimathema war bei den deutschen Wählern doch deutlich präsenter als das Europathema, wenn es darum ging zu fragen, warum haben Sie die Grünen bei dieser Europawahl gewählt? Das Klimathema hat alles überragt und die anderen Themen lagen weit dahinter. Aber die Grünen haben eben auch davon profitiert, diese proeuropäische Haltung zu verkörpern und dafür zu stehen und eben als Antipode zur AfD zu wirken. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass bei dieser Europawahl Trends, die wir schon in Deutschland seit längerer Zeit beobachten und die auch schon bei den Landtagswahlen im letzten Herbst ja zur Geltung kamen, sich fortgesetzt haben. Das heißt also, auch Nationales hat eine Rolle gespielt, insofern, dass die Trends, die wir bei regionalen Wahlen in Hessen und Bayern gesehen haben, sich eins zu eins fortgesetzt haben. Die beiden sogenannten oder selbsternannten Volksparteien, SPD und CDU, die SPD ist, glaube ich, auf dem Weg, diesen Status wirklich endgültig zu verlieren, haben wieder deutlich verloren. Das hatten wir schon in Hessen und Bayern auch gesehen. Und die Grünen sind der größte Gewinner bei den Wahlen gewesen. Und genau diesen Trend sehen wir hier wieder. Das heißt also, der Wähler hat jetzt nicht so ganz groß unterschieden, ob er nun eher ein nationales Parlament wählt oder ein europäisches. Das konnten Sie übrigens auch daran erkennen, dass ich noch zwei Wochen vor der Wahl etwas verblüfft war, dass Infratest DIMAP zwei unterschiedliche Grafiken hatte. Wen würden Sie wählen, wenn Europawahlen wäre? Und wen würden Sie wählen, wenn Bundestagswahlen wäre? Und das grüne Ergebnis differierte am stärksten von allen Ergebnissen. Das hat mich etwas gewundert. Aber am Ende kam doch dabei raus, dass die Wähler sich für das Bundestagswahlergebnis, also das bessere, entschieden und nicht für das eigentlich prognostizierte Europawahlergebnis. Das heißt also, hier sehen Sie, dass auch die nationalen Trends dann durchschlugen. Und die SPD war der große Verlierer. Die waren nämlich bei Europawahlen zunächst besser als bei Bundestagswahlen, aber die haben sich dann doch ihrem Bundestagswahlergebnis am Ende nicht nur angenähert, sondern das sogar unterboten. Habe ich damit so einen ersten Eindruck gegeben? Danke. Ja, wir machen weiter mit Frankreich. Professor Dr. Sylvie Strudel, sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Université de Paris 2, also in Paris, und Direktorin am Centre d'études constitutionnelles et politiques. Außerdem Direktorin des Masterprogramms und noch viele andere Sachen. Aber was interessant ist, dass sie hier am Centre Marc Bloch in Berlin geforscht hat und auch schon Gastprofessorin in Berlin und Stuttgart war. Deshalb kennt sie nicht nur die französische Parteienlandschaft, sondern auch die deutsche ganz gut. Zu meiner Frage. Frankreich gehört ja zu den westeuropäischen Ländern, in denen eine rechtsextreme Partei als stärkste Kraft aus der Europawahl hervorgegangen ist. Das Ergebnis für Marine Le Pen war zwar nicht so hoch wie befürchtet, aber trotzdem liegt sie ein Prozentpunkt vor der Präsidentenpartei von Emmanuel Macron. Ein anderes Ergebnis ist, dass hier dieser Trend, dass sich die Volksparteien in die Bedeutungslosigkeit verlieren, wirklich beim Namen zu nennen, denn die Konservativen, die Sozialisten haben nur noch im einstelligen Bereich Punkte landen können. Ein Überraschungsergebnis ist, dass der französischen Grünen, die sehr hoch auf Platz 3 liegen mit über 13%, meine Frage ist jetzt an Sie, war das eine Europawahl? Also haben die Franzosen und Französinnen über Europa abgestimmt oder haben wir nationale Themen? Okay, vielen Dank, Christine. Wie Sie hören, ich heiße Strudel oder Strudel, aber ich wage es doch nicht auf Deutsch zu machen und zu antworten. Und deswegen werde ich auf Englisch rutschen. Also meine Antwort ist jetzt dreigeteilt. Also ich könnte sagen, dass diese französischen Wahlen eher eine nationale waren. Es ist auch eine nationale Wahl, aber keine reine sogenannte Second-Order-Wahl oder Nebenwahl nach dem Modell von Reif und Schmidt. Und drittens ist meine Antwort,
dass es eben auch eine europäische Wahl ist. Und ich werde jetzt versuchen, das Ganze ein bisschen zu erläutern. Also zum ersten Teil meiner Antwort. Ja, Sie haben recht, es war eine nationale Wahl. Und ich möchte hier 5 Gründe dafür anführen. Der erste Grund ist, dass wir eine Veränderung der Wahlbezirke hatten und wir haben letztendlich eine landesweite Wahlbezirke gehabt. Und das heißt, das hatte einen großen Einfluss auf das Wahlergebnis. Zweitens, der Wahlkampf war eher ein Kampf oder ein Zusammenstoß zwischen Macron und LREM und Le Pen mit der Rassemblement National. Und erst in der dritten Runde des Präsidentschaftswahlkampfs, oder man könnte auch sagen erst im fünften, wenn man die Nationalwahlen mit einbezieht, wurde das entschieden. Und der dritte Grund ist, dass sich niemand Gedanken gemacht hat über die Spitzenkandidaten auf den Listen. Also weder bei Le Pens Partei noch bei Macrons. Jordan Bardella ist sehr jung, 23 Jahre, aber sehr effektiv. Und Nathalie Loiseau ist eine gute Expertin, aber sie hat überhaupt kein Charisma. Das heißt, die gesamte Kampagne basiert auf einer extremen Personalisierung dieser beiden Parteien, repräsentiert durch Macron und Le Pen. Der vierte Grund ist, dass in diesem Kampf, und das ist das Gegenteil von dem, was Sie in den Kommentaren von politischen führenden Politikern gehört haben oder auch den Medien, ist, dass die RN führend war, in der Führung war, aber weniger als ein Punkt vor Macron. Und es war so, dass am Ende beide Parteien quasi die gleiche Anzahl von Sitzen im Europäischen Parlament erhalten. Also Sie haben das ja schon angesprochen. Es ist ein sehr schlechtes Ergebnis für die zwei traditionellen Parteien in Frankreich, nämlich die Sozialisten und die Republikaner, weil sie zusammen weniger als 15% erreicht haben. Also das nur zum Hintergrund, wie das mit diesen beiden Parteien, traditionellen Parteien aussieht. Also insgesamt können wir sicherlich sagen, dass bei diesen französischen Wahlen es eine Art Nationalisierung gab und auch eine Personalisierung. Und das bedeutet, dass man hier wieder die zwei Säulen der Dritten Republik sieht und natürlich auch diese Polarisierung, also jetzt haben wir eine neue Polarisierung und das ist eben auch das Gleiche wie bei den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2017. Also so viel zum ersten Teil meiner Antwort. Wenn ich jetzt weitermachen darf, es gibt noch einen zweiten Teil meiner Antwort. Diese Wahlen waren jetzt keine reinen sogenannten Nebenwahlen, weil wir 4 große Überraschungen hier hatten bei dieser Wahl. Zunächst einmal, das haben Sie ja schon angesprochen, der Anstieg bei der Wahlbeteiligung. Das zweite ist das Fehlen von Abstrafungen durch Wähler. Und das dritte ist kein Erstarken von Protestparteien. Und sie hatten die Gelbwesten wurden ja auch schon angesprochen. Das vierte, die vierte Überraschung ist eine gute Nachricht letztendlich. Und das steht eher in Einklang mit den traditionellen Ergebnissen der Nebenwahlen. Das heißt, das ist das Ergebnis der postmaterialistischen Partei, der ELV, mit 13,5%. Und dann gibt es noch eine 5. Überraschung seit gestern Abend. Das wissen wir, dass Laurent Wauquiez zurückgetreten ist als Chef der LR. Und Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich, weil Sie das Gleiche in Deutschland erlebt haben. Also was jetzt wichtig zu wissen ist, dass hier die Europa
europäischen Wahlen wirklich auch einen Effekt auf die nationale Politik haben. Und das ist also sonst ja nicht unbedingt bei einer Nebenwahl der Fall. Und jetzt zum dritten Teil meiner Antwort. Da geht es um die Europäisierung dieser Wahlen. Also sie ist nicht so national, nur also weniger, und sie ist keine Nebenwahl, nicht wirklich eine Nebenwahl. Und ich habe hier auch noch mal einige Punkte. Zunächst einmal die Zunahme der Partizipation. Also viele Kommentatoren haben in Frankreich gesagt, dass es kein Beweis dafür ist, dass die Wähler die EU lieben, sondern nur ein Anzeichen dafür, dass die Wähler stärker politisiert wurden. Das heißt, dass sowohl die Pro- als auch die anti-europäischen Wähler mobilisiert wurden. Das haben Sie angesprochen. Und das ist eben das Gleiche in Frankreich. Und das wird auch ganz klar und deutlich, wenn man sich die Daten anschaut. Also es gibt diese Polarisierung und diese Mobilisierung der Wählerschaft, und zwar auf beiden Seiten. Der zweite Punkt ist dieser Clash, dieser Zusammenstoß zwischen LREM und RN. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, dass es wirklich ein Euro-Clash ist. Und so wie das Neil Flickstein sagen würde. Warum ist das so? Also es ging hier natürlich um europäische Fragen zwischen den Euroskeptikern der RN und den Pro-Europäern von En Marche. Also das heißt, das ist hier ein sehr wichtiger Punkt, den man ansprechen muss. Es gab wirklich drei Gewinner bei diesen Wahlen, nicht zwei, sondern drei. Und die drei sind hier République En Marche, Front National und auch die Grünen. Und warum ist das so wichtig? Das erklärt vielleicht, dass sie gewinnen, weil sie eine ganz klare Position haben in Bezug auf europäische Fragen. Und vielleicht kann man so auch den Zusammenbruch der traditionellen französischen Parteien erklären, also der Sozialisten und der Republikaner, weil sie, wie kann man das sagen, diesen Jein, also Ja-Nein-Diskurs haben in Bezug auf europäische Fragen und auch das praktizieren, was wir die Politics of Muffling bezeichnen. Also, interessanter, und das wird jetzt mein letzter Punkt in Bezug auf diese Frage, ist, ich habe ja gesagt, dass es drei Gewinner gibt und das zeigt uns, was hier der neue Trend sein könnte in Europa und auch in Frankreich. Das bedeutet, die Richtung ist hier nicht nur binär, sondern es heißt, dass es hier eine Spaltung gibt zwischen den Gewinnern und den Verlierern, wie es Hans-Peter Krisi gesagt hat, und eine Opposition zwischen Pro- und Anti-Europäern oder, wie Macron das gesagt hat, in seiner Kampagne zwischen Nationalisten und progressiven Kräften, sondern ich denke, dass diese neue Spaltung vielmehr eine bidimensionale ist. Eine bidimensionale. Das bedeutet, dass es zunächst einmal um pro- und anti-europäisch geht und zweitens, das ist hier so wichtig, pro-links oder pro-rechts, was die politische Orientierung und Zielsetzungen der Wähler angeht. Das bedeutet, in anderen Worten, die Menschen hoffen, dass sie sind nicht nur für oder gegen Europa, sondern sie warten auf eine bestimmte Politik, also entweder eine links- oder eine rechtsorientierte. Und hier kommen die Grünen wieder ins Spiel. Und das zeigt auch den Erfolg und erklärt den Erfolg der Grünen in Frankreich, weil es einfach die Möglichkeit ist, hier eine Alternative zu wählen. Also während der Macron- und Le Pen-Kampagne war es hier eine Art Blockade. Und die Grünen haben wirklich erreicht, dass sie gewählt wurden von Menschen, die einfach pro-europäisch wählen wollten, aber eben von der linken Seite. Das heißt, wir haben ja eine bidimensionale Entwicklung. Vielen herzlichen Dank.
Polen übergehen, würde ich gerne noch mal eine Frage an euch beide stellen. Denn, wie du sagtest, die drei Gewinner, es gab drei Gewinner, also die drei Parteien, die am meisten Stimmen erhielten, die Front National oder Rassemblement National von Le Pen, Macrons Partei und die Grünen. Und du sagtest, sie hatten klare Positionen über Europa. Und genau, die Frage war ja auch, für welches Europa haben sich die französischen Wähler und Wählerinnen entschieden? Und dazu möchte ich eine Frage noch anschließen, die würde ich auch gerne noch in diese Richtung stellen, nämlich die Frage der rechten Partei, also Front National und in Deutschland AfD. Beide befürworten ja nicht mehr den Austritt aus der EU. Und Ivan Krastev sagte auch, dass eigentlich keine Partei mehr, die im Europäischen Parlament vertreten ist, die noch explizit den Austritt aus der EU, den Austritt seines Landes aus der EU befürwortet. Die AfD hat diese Forderung ja ganz noch kurz vor der Wahl aus dem Wahl-O-Mat hier in Deutschland rausgenommen, weil sie gemerkt hat, dass das nicht gut ankommt. Kann man denn jetzt so sagen, dass die softer werden? Also was ist jetzt noch EU-skeptisch und EU-feindlich an diesen beiden Parteien? Wir fangen mal hier an. Ja, also die Vorgabe stammt von Matteo Salvini, der in der Tat gesagt hat, wir wollen Europa von innen versuchen zu verändern und nicht mehr von außen. Dem schließen sich jetzt viele an, unter anderem auch die AfD, die jetzt eben auch eine ähnliche Strategie verfolgt, die aber eben klar darauf abzielt, dass wir ein anderes Europa haben. Und das andere Europa heißt, dass die Kompetenzen weg von der europäischen Ebene hin zu den Nationalstaaten wieder verlagert werden sollen und dass die europäischen Institutionen entmachtet werden sollen. Das soll am Ende das Ergebnis sein. Das heißt also nicht mehr Integration, sondern Sie nennen das jetzt ein Europa der Vaterländer, ist das Ziel dieser Strategie und damit eben schon so etwas wie nationale Souveränität, was dann im Vordergrund steht und die europäische Identität zurückdrängen soll. Und was hat dann in Deutschland jetzt gepunktet? Das war das ökologische Europa oder was war denn das, was gezogen hat? Also das von der AfD hat nicht gezogen, zumindest nicht so stark. In der Tat haben wir sehen wir, dass wenn wir nur jetzt die Europawahlen uns anschauen, dass eine große Zahl, so groß wie bisher noch nie zum Zeitpunkt von Europawahlen, in Deutschland gesagt hat, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Also die Deutschen sehen Vorteile zumindest, die deutlich stärker ausgeprägt sind als die Nachteile. Und dass es eben darauf reagiert dann die AfD oder reagieren auch die Rechtspopulisten, indem sie das anerkennen und sagen, okay, das wäre jetzt gegen den Mainstream zu sagen, Europa ist nur des Teufels Werk, sondern Europa, wenn die Menschen eher eine positive Haltung haben, also sehen, dass die positiver, die negativer überwiegen, dann müssen wir doch auch irgendwie das in unsere Erzählung mit hinein verpacken. Aber gewonnen oder zentral war sicherlich, und da würde ich eben Sven Giegold recht geben mit dem, was er gesagt hat, nicht nur die ökologische Frage, sondern eben, dass die Grünen sehr glaubwürdig immer diesen proeuropäischen Gedanken vertreten haben und auch umsetzen nach Auffassung der Wähler. Und das eben vermissen sie bei den beiden anderen Regierungsparteien. Also diejenigen, die sehr stark für europäischen Gedanken eingetreten sind, die favorisieren dann eher die Grünen, weil eben die beiden Regierungen oder die drei Regierungsparteien sich nicht so eindeutig, zumindest in ihrer Politik, zu diesem europäischen Gedanken verhalten. Auch wenn sie ihn proklamieren nach außen, so fehlt eben das in der Umsetzung. Und das ist dem Wähler ja nicht verborgen geblieben. Und deswegen auch haben diejenigen, die besonders proeuropäisch gedacht haben, und das muss man ja sagen, das ist besonders in den urbanen Zentren der Fall, es war ja auf der Karte schön zu sehen, der Osten war blau, das ist ja die AfD-Farbe, warum auch immer, man könnte auch eine andere wählen, dann war der Westen war schwarz, rot gab es ja kaum noch, immer mit grünen Sprengseln, und die Sprengseln waren immer da, wo eine Universität steht. Und wir finden auch tatsächlich, dass da, wo eine Universität steht, also bei den akademisch Ausgebildeten, der proeuropäische Gedanke am stärksten ausgebreitet ist. Okay, vielen Dank. Die gleiche Frage geht nochmal nach Frankreich. Ja, danke. Also meine Antwort darauf ist, also ich hoffe, dass ich jetzt hier präzise antworten kann.
der Front National war hier sehr doppeldeutig. Und Sie haben hier immer noch einen zwiegespaltenen Diskurs sozusagen. Also Sie haben sich natürlich angeschaut, was ist in der Präsidentschaftskampagne passiert. Und Sie haben irgendwann stark verloren aufgrund Ihrer Opposition gegen die EU und den Euro. Und das ist der Grund, warum Sie jetzt nicht Ihre Haltung, aber Ihren Diskurs verändert haben. Und wir werden jetzt abwarten müssen, was weiter passiert. Aber ich denke, wir müssen hier wirklich auf die Möglichkeit hören oder sehen, dass Sie in eine etwas andere Richtung gehen. Und das ist eben auch ein Zeichen der Normalisierung, denke ich, kann man sagen. Also in der extremen Rechten, nicht nur in Frankreich, sondern auch andernorts, weil Sie so getan haben, als würden Sie Ihren Exit-Diskurs verlassen. Er ist Direktor des European Council on Foreign Relations. Piotr war in Deutschland. Also wir haben hier ein sehr transeuropäisches Podium, denn alle haben mal in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern studiert, gearbeitet, geforscht und so weiter. Genau, er war lange Zeit Berlin-Korrespondent für die Gazeta Brioche hier in Berlin und auch Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Piotr, in Polen stellt sich die Situation etwas anders dar. Hier wurde die regierende PiS-Partei mit einem extrem guten Resultat von 45% bestätigt. Und das ist ja auch noch mal zu betonen, wie in dem ersten Podium. Das eine ist, dass Rechtsaußenparteien gewählt werden und wirklich die Mehrheit erhalten. Das andere ist, dass sie wiedergewählt und damit bestätigt und legitimiert werden. Und das ist bei dieser Wahl für die PiS eindeutig der Fall, auch wenn es eine Europawahl und keine Parlamentswahl war. Aber auf der anderen Seite erreichte auch, dass die breite liberale proeuropäische Koalition doch, ich glaube, knapp 40% der Stimmen, was ja auch ein Grund für Hoffnung ist. Meine Frage, wie interpretierst du die Wahlen, die Ergebnisse in Polen? Und kann man für Polen sagen, dass über Europa abgestimmt wurde? Und wenn, für welches Europa haben die Menschen dort gestimmt? Ja, vielen Dank, Christiane. Und du hast in deinem Eingangsstatement die Frage aufgeworfen, ob wir vielleicht in Europa irgendwelche Trends erkennen können, die für alle europäischen Mitgliedstaaten, EU-Mitgliedstaaten gelten. Und ich glaube, wenn wir uns tatsächlich auf der Suche nach so einem gemeinsamen Nenner für die Europawahlen in begeben, dann ist Polen, sind wir in Polen bei Polen eine Sackgasse. Also Polen ist auf jeden Fall ein Ausnahmefall vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Europawahl in anderen Ländern, zumindest aus zwei Gründen. Also und das bezieht sich sowohl auf deine Frage, war das eine Europawahl oder eine nationale Wahl, als auch auf das Endergebnis. War das eine Europawahl? Also ganz oberflächlich war das eigentlich eine Europawahl, wenn man bedenkt, dass der Oppositionsblock sich die Europäische Koalition nannte. Also schon in dem Namen der Opposition war irgendwie das Message enthalten, hier geht es um Europa, hier geht es darum, ob wir für oder wider Europa abstimmen. Und ich komme noch in zwei Minuten dazu, aber ich glaube, dass es zum Teil diese Positionierung, diese Hochstilisierung dieser Wahl zu einer Schicksalswahl über Europa ist wahrscheinlich auch eine Erklärung für das Endergebnis dieser Wahl. Weil das einfach nicht funktioniert hat. Diese Strategie ist nicht aufgegangen, das zu einer Abstimmung über Polexit hochzustilisieren. Polen ist aber auch ein Ausnahmefall in Europa wegen der enormen Polarisierung der politischen Bühne in Polen. Und das ist insofern interessant, als wir haben, ich glaube, Ivan und Sven Giegold haben davon in der folgenden Runde gesprochen,
dass das Kennzeichen der politischen Lage in Europa heute eine Fragmentierung ist. Also das, wenn wir eine gemeinsame Nenner haben, das ist eine Fragmentierung der Parteiensysteme, die eine Abschwächung der großen Volksparteien und eine relativ gute Ergebnisse für die Mittelgroßen. In Polen ist es alles anders. Also wir haben eine enorme Polarisierung, eine noch größere als zuvor. Wir sprechen von einer Polarisierung in Frankreich, wo die beiden Gewinner dieser Wahl nicht einmal 50% der Stimmen für sich beanspruchen konnten. In Polen haben wir die PiS-Partei mit 45% der Stimmen und die Opposition mit 38% der Stimmen und dazu noch ein paar kleinere Parteien, unter denen nur eine die Hürde von 5% genommen hat, die neue Partei Wiosna, die so linksliberal ist. Also das ist insofern mein erster Punkt, ist Polen ist ein Ausnahmefall, ist anders als andere Länder, geht einfach in eine völlig andere Richtung, politisch, so Richtung Amerika eigentlich, Richtung dieser enormen Polarisierung, zwei Nationen in einem Staat, politische Nationen natürlich. Der zweite Punkt ist ganz kurz zu dem Wahlerfolg von PiS, weil man muss sich das so ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen. Also die PiS hat 45% der Stimmen bekommen und das ist das beste Ergebnis aller Zeiten in Polen seit 1989. Keine einzige Partei hat in einer nationalen oder Europawahl ein solches Ergebnis bisher erzielt. Und PiS, und das ist vielleicht noch wichtiger für die Projizierung der Zukunft, PiS hat im Vergleich zu der letzten Parlamentswahl, in der diese Partei eben mit großem Erfolg die Macht erobert hat und seitdem eben Polen regiert, seit 2015. Im Vergleich zu dieser 2015-Wahl hat PiS 500.000 Wähler hinzugewonnen. Während die gesamte Opposition, wenn man die zusammenzählt, alle Parteien zusammen, 1 Million Wähler verloren hat. Und das in einer Situation, wo, wie ich vorhin sagte, diese Wahl, also eine Richtungs-, also das war keine Europawahl, weil die europäischen Themen überhaupt keine Rolle im Wahlkampf gespielt haben. Das war ein Vorspiel für die Schicksalswahl, für die Richtungswahl, die uns im Herbst bevorsteht. Das wird die Parlamentswahl, die jetzt schon als die wichtigste Wahl in Polen seit 1989 angesehen wird. Und bei dieser enormen Polarisierung ist eben zu dieser Situation gekommen, wo die Regierungspartei 500.000 neue Wähler bekommt, gewinnt und die Opposition 1 Million verliert. Also das ist schon bemerkenswert, würde ich sagen. Dann ganz kurz, was waren die Gründe für den Erfolg der PiS? Vielleicht zwei ganz offensichtliche Gründe. Der erste ist, es gibt keine Wechselstimmung in Polen. Also es ist nicht so, dass anders als die Opposition das behauptet hat, eine Zeit lang das Einzige, was zählt, ist, die PiS abzuwählen. Also es gibt diese Stimmung nicht und das sollte uns auch nicht besonders überraschen, weil erstens die wirtschaftliche Lage wirklich bestens ist. Wir haben die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordniveau, auf einem niedrigen natürlich Niveau. Wir haben eine sehr gute wirtschaftliche Lage, eine florierende Wirtschaft und gute Daten. Aber vielleicht der zweite Punkt ist, dass die Regierungspartei geliefert hat. Also sie hat tatsächlich die Wahlversprechen von 2015 eingelöst. Vor allem im sozialpolitischen Bereich. Und wenn wir beim ICFA diese Umfrage durchgeführt haben, von der Ivan Krastev auch früher gesprochen hat, wir haben herausgefunden, dass die PiS-Wähler
super zufrieden sind mit der Lage in Polen, mit der politischen Situation. Sie sind auch super optimistisch, viel, viel optimistischer, wenn es um die Zukunft geht, als die Wähler der anderen Parteien. Sie sind eigentlich schon Teil des Establishments in diesem Sinne. Und insofern, das überrascht nicht, dass die PiS die ihre Wählerbasis konsolidiert hat. Also das heißt, die Wähler sind bei der PiS geblieben, aber sie hat noch einige Wähler hinzugewonnen. Und warum hat sie diese Wähler hinzugewonnen? Sie hat es geschafft, bei einer Wahl, bei der es praktisch ausschließlich um die Mobilisierung der eigenen Wähler ging, eben eigene Wähler zu mobilisieren. Also die PiS-Wähler, vor allem auf dem Lande, sind zu Urnen gegangen. Während die Wähler der Opposition das auch getan haben, aber in einem wesentlich kleineren Umfang. Und die PiS hat natürlich große Wahlgeschenke gemacht. Sie hat alles Mögliche versprochen, auch neue familienpolitische Maßnahmen, neue Pensionszahlungen und so weiter und so fort. Das ist und hatte auch die Medien, die staatlichen Medien in der Hand, das staatliche Fernsehen, das heißt, die ganze Propagandamaschine lief die ganze Zeit und spielte der PiS in die Hände. Aber der letzte Punkt, ich werde dabei belassen, ist, dass diese Wahl ist auch eine bemerkenswerte Niederlage der Opposition. Das ist nicht nur ein Gewinn oder ein Sieg der Regierungspartei, aber das ist auch eine Niederlage der Opposition, die zwar sich zusammengetan hat in ein großes Bündnis, ein sehr breites Bündnis von links bis rechts, aber dieses große Bündnis konnte keine wirkliche politische Alternative im Sinne von einem Programm vorlegen, weil es auch ziemlich inkohärent war, auch eine ziemlich schlechte Wahlkampagne an den Tag gelegt hat und eben diese Wahl zu dieser Zero-Sum-Game hochstilisiert hat, mit der wichtigsten Botschaft, PiS will Polen aus der Europäischen Union herausführen, was die Wähler der Opposition einfach nicht abgenommen haben. Und das Ausbleiben einer wirklichen politischen Alternative im Sinne einer Vision für das Land war, glaube ich, möglicherweise das größte Problem und das größte der wichtigste Grund dafür, dass die Opposition es nicht geschafft hat, mehr Stimmen zu bekommen als praktisch die Summierung der Stimmen für die allen Mitgliederparteien dieses Bündnisses herausgeben würde. Dankeschön. Eine Nachfrage habe ich. Ich habe jetzt herausgehört, dass die Wahlmotivation, also die Bestätigung der PiS-Regierungspartei eher innenpolitisch motiviert war. Also die sozialpolitischen Versprechen wurden eingelöst, gute wirtschaftliche Lage und so weiter. Also für viele Deutsche ist es so schwer zu verstehen, was die PiS eigentlich darstellt. Also sie ist ja nicht in der EVP, aber sie ist auch nicht bei Salvini und Front National in einer Gruppe, sondern sie war jetzt mit der UKIP-Partei, mit den Konservativen, es war den Konservativen in einer Gruppe. Könntest du noch was zu den Europavorstellungen der PiS sagen? Denn hier die Polen haben ja auf der einen Seite haben sie sehr gute Werte, wenn es darum geht, die Unterstützung sie unterstützen die EU-Mitgliedschaft und sehen auch den Nutzen Polens von der EU-Mitgliedschaft, aber wählen trotzdem eine Partei mehrheitlich, die sich hier in Deutschland zumindest sehr EU-skeptisch darstellt. Es wäre noch mal interessant zu hören, für welches Europa steht die PiS?
Also ich glaube, die Bezeichnung der AfD, die wir hier gehört haben, in Bezug natürlich auf das Europaprogramm, passt eigentlich ganz genau auf die PiS auch. Das heißt, das ist eine Partei, die sich der EU-Mitgliedschaft Polens nicht widersetzt, die sie nicht in Frage stellt, die sich aber die Europäische Union etwas anders vorstellt, vor allem wenn es um die Souveränitätsrechte der EU-Mitgliedstaaten geht, wenn es um die Rolle der nationalen Parlamente geht. Das ist so ein bisschen so eine Mischung aus der AfD und den Tories. Und das heißt, die Kompetenzen der supranationalen Organe sollen nach Möglichkeit etwas herabgestuft werden. Die Frage stellt sich natürlich, wie das zu machen ist und was konkret das bedeuten sollte. Konkret vielleicht sollte es bedeuten, dass die Mehrheitsabstimmungen sich in Grenzen halten sollen. Das ist so eine ganz klare Forderung, also dass eine Ausweitung der Mehrheitsabstimmungen im Rat soll ausbleiben, dass dem werden wir nicht zustimmen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die jüngsten Publikationen, zum Beispiel einen programmatischen Artikel von dem Premierminister Morawiecki, der Politico veröffentlicht hat, vor einigen Tagen anschaut, dann sehen wir, dass da auch sehr viel Mainstream-Denken gibt in diesem Konzept. Das heißt, wahrscheinlich 4/5 des Textes könnte auch ein EVP-Politiker möglicherweise unterschreiben. Aber das steht auch zum großen Widerspruch dazu, was die Partei in Polen sagt. Das heißt, es ist eine doppelgleisige Strategie, wo in Polen die EU auch zum Teil sehr scharf kritisiert wird, als eine fiktive Gemeinschaft, auch in diesem ideologischen Bereich, mit diesen starken ideologischen Argumenten, aber wo auf der europäischen Ebene auch Ansatzpunkte gesucht werden mit dem Denken und mit dem Programm, auch den Mainstream-Parteien. Aber der größte Unterschied gibt es in den Fragen der Souveränität und der Unabhängigkeit der EU-Mitgliedstaaten. Aber das ist ja, zum Beispiel wenn es um den gemeinsamen Markt geht, dann stellt sich die Partei sehr, sehr liberal und marktfreudig auch. Und insofern ist das ist schon eine Mischung aus marktwirtschaftlichem Liberalismus und einem ideologischen Konservativismus und dazu noch ein starker, starker Punkt ist natürlich diese souveränistische Logik. Vielen Dank. Zu der Haltung Polens gegenüber den Sanktionen der EU bezüglich des Abbaus der Rechtsstaatlichkeit in Polen kommen wir vielleicht nachher noch, wenn es um die EU-Politik geht, die Europapolitik. Jetzt kommen wir nach Griechenland mit Professor Dr. Lina Papadopoulou. Sie ist Professorin für Verfassungsrecht an der Universität von Thessaloniki und war dort auch Inhaberin des Jean Monnet Lehrstuhls für europäisches Verfassungsrecht. Sie hat mehrere Jahre in Trier und Hannover und auch an der LSI in London studiert und promoviert. Hallo. Meine Frage zu Griechenland ist, dort hat die Regierungspartei Syriza stark an Stimmen verloren und hat auch schon Neuwahlen ausgesprochen. Der Verlust war sowohl im Vergleich zur letzten EU-Wahl als auch im Vergleich zur letzten Parlamentswahl. Stattdessen hat die konservative Nea Demokratia mit 33% der Stimmen Syriza mit fast 10% überholt. Meine Frage ist jetzt, war das eine Europawahl? Also ging es um Europa bei dieser Wahl oder haben nationale Themen favorisiert? Und wenn es eine Europawahl, für welches Europa haben die Wählerinnen und Wähler gestimmt? Ja. Ich bedanke mich für die Fragen. Ich werde auch auf Englisch antworten, wenn Sie mich erlauben. Actually, this was a national. Es war eine nationale Wahl, eine Art
Zwischenwahl. Wir hätten dieses Jahr ohnehin Wahlen Ende September, Anfang Oktober. Aber jetzt nach den Ergebnissen hat unser Premierminister gesagt, dass er vorgezogene Wahlen anregen wird. Vielleicht überlegt er sich's noch mal. Er ist ein bisschen wankelmütig. Manche sagen, dass er noch darüber nachdenkt. Es war ein Gewinn für die neue Demokratie, die zur EVP gehört. Und der Vorsitzende wurde auch gesehen, dass er eine große Rolle damit gespielt hat. Er hat auch viel Opposition aus der eigenen Partei erfahren. Eine Gruppierung unterstützt auch ein bisschen die Söres-Partei. So hatte die ganze Wahl ein bisschen den Charakter einer Zwischenwahl. Und alle wollten zeigen, dass sie noch eine starke Position in der Gesellschaft haben und die nationalen Wahlen gewinnen können. Die Frage, welche Art von Europa wollen die griechischen Wähler? Hier können wir unterscheiden zwischen den offen skeptischen anti-europäischen Parteien, die orthodoxe linke Partei und die Golden Dome Partei. Die sind offen gegen die EU, so in entsprechend einem Brexit der Golden Dome hat etwa die Hälfte der Wähler diesmal verloren, weil einige für einen anderen rechten Kandidaten gestimmt haben. Sie haben über seltsame Persönlichkeiten gesprochen. Wir haben auch einen leichten Nazi sozusagen. Er hat im Fernsehen eine Show gehabt und hat Briefe verkauft, die Jesus Christus per Hand geschrieben haben soll. Er wurde gewählt und er war der Grund, weshalb der Goldene Dom viele Wähler verloren hat, weil die noch stärker Nazis eingestellt sind. Bei Syriza können wir nicht ganz sicher sein. Sie kennen die Partei, wir wissen, Tsipras war für ein anderes Europa. Wenn jemand sagt, ich bin für ein anderes Europa, so ist er wahrscheinlich nicht sehr pro-europäisch. Aber Sie erinnern sich vielleicht auch an den Satz zurück, Frau Merkel. Und dann ist Tsipras plötzlich der größte Freund von Merkel geworden. Tsipras gehört zur Europäischen Linke. Jetzt hat er gesagt, er wird Timmermans unterstützen. Hier gibt es also unterschiedliche Transformationsprozesse. Es ist ziemlich schwierig, sie festzunageln. Ich würde sagen, sie sind Populisten per Exzellenz. Ich glaube, was wir rechte populistische Parteien nennen, das sind eigentlich mehr rechte Parteien. Es ist vielleicht euphemistisch, sie nur Populisten zu nennen, aber die Syriza ist eine wirklich popularistische Partei. Er hat immer gesagt, wir stehen für das Volk, für die Mehrheit und nicht für die Elite. Darüber hinaus gibt es noch eine andere Ausnahme in Griechenland.
Die Sozialdemokraten sind fast verschwunden. Sie bekamen nur zwei Sitze. Die PASOK-Partei, also einen ganz geringen Prozentsatz, etwa 8%. Wir haben noch eine sozialdemokratische Partei, aber die ist sehr geschrumpft und dabei war sie jahrelang an der Macht in Griechenland. Und ein weiterer Unterschied ist, wir haben keine liberale Partei und wir haben auch keine grüne Partei. Die Liberalen, mit der Macron-Block zusammengeht. Sie haben aber die 3%-Hürde nicht geschafft, die in Griechenland gilt. Und die Greenen waren dreigeteilt und keiner dieser Gruppierungen hat ausreichend Stimmen erhalten. Sie sind also keine wirkliche politische Macht in Griechenland. Es wurde ja schon Fragmentierung angesprochen und die Unterschiede. Hier haben wir wieder einen Ausnahmefall. In Griechenland, die neue Demokratie ist die normalste Partei. Syriza schwankt zwischen Populismus, möchte zeigen, dass sie sozialdemokratische Orientierung hat, aber davon ist sie weit entfernt. Die Sozialdemokraten gibt es kaum noch, keine Grüne, keine Liberalen. Die Grünen sind jetzt mehr für Europa. Ich denke, das waren jetzt die wichtigsten Fakten. Vielen Dank. Kurze Runde machen, was die zukünftige Europapolitik in den Ländern, über die wir sprechen, betrifft. In Deutschland, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Grünen und nicht nur die Grünen fordern jetzt die deutsche Regierung auf, endlich diese passive Haltung in der Europapolitik aufzugeben und nachhaltige Europapolitik zu betreiben. Ich möchte auch noch Werbung machen für ein Papier, das wir haben. Wir haben eine Analyse geschrieben über das Thema Deutschland Zahlmeister der EU. Denn sehr offensichtlich ist ja, dass die deutsche Regierung in den letzten Jahren, eigentlich schon seit der Euro-Krise, jegliche Reformideen, die auch aus Frankreich oder anderen Ländern kommen, abwiegelt mit dem Hinweis, dass man den deutschen Steuerzahler nicht noch mehr belasten dürfe und Deutschland als, wie Sven Giol sagte, als Transferunion darstellt. Also immer so darstellt, dass Deutschland ein Kostenfaktor ist und nicht ein Gestaltungsfaktor. Die Frage ist, wird sich das jetzt ändern mit diesem Wahlergebnis, weil mehr Druck von den Grünen kommt? Es hängt natürlich auch davon ab, ob diese Regierung bestehen bleibt oder ob es zu Neuwahlen kommt. Die Frage für Frankreich ist, Macron geht jetzt wahrscheinlich geschwächt aus dieser Wahl hervor oder geht er gestärkt hervor? Das ist eine wichtige Frage. Geschwächt könnte er hervorgehen, wenn man sieht, dass der Front National einfach doch die stärkste Kraft geworden ist. Gestärkt könnte er hervorgehen, dass es nicht so katastrophal wurde, wie befürchtet. In Polen sitzt die PiS-Regierung jetzt fester im Sattel denn je. Und für Griechenland, gut, kann man jetzt noch gar nicht sagen, wie die Neuwahlen, wahrscheinlich wird es eher dann die, das weiß man natürlich noch nicht, wie das endet. Aber ich wäre euch allen dankbar, wenn ihr eine kurze Tendenz, einen Trend festlegen würden, was ihr denkt, was das für die zukünftige Europapolitik eurer Länder bedeutet. Ich würde jetzt mit Griechenland anfangen und dann kannst du zum Schluss reagieren, Uwe. Wie Sie gesagt haben, wir werden Wahlen haben, etwa in einem Monat oder spätestens Anfang Oktober. Und jeder sieht eine Änderung, dass die neue Demokratie
die Mitte-Rechts-Partei die Macht erreichen wird. Der Premierminister wird, was in Brüssel entschieden wird, unterstützen. Er ist Mitglied der EVP. Er war einer, der für den Ausschluss von Orbán war. Er wollte nicht mit Orbán gleichgesetzt werden. Er wollte eigentlich deutlich machen, dass er gegen Orbán ist, gegen diese ultrarechten Parteien. Tut mir leid. Hier sollte mein Sohn eigentlich aus der Schule abgeholt werden. Ach, das war eine Erinnerung. Ich habe vergessen, den Alarm auszumachen. Entschuldigung. Mit der neuen Regierung sollte es kein Problem geben. Was wir nicht wissen, ist, wie Syriza reagieren wird, wenn sie wieder in der Opposition ist. Wird Syriza sich so benehmen wie in der Vergangenheit, als sie noch nicht an der Regierung waren? Also wieder Steine werfen oder werden sie versuchen, sich in eine Art demokratische Partei zu verwandeln und die parlamentarische Demokratie respektieren? Das wissen wir nicht. Wir machen weiter, Piotr. Die Frage ist natürlich auch, welche Erwartungen damit an Deutschland verbunden sind. Ja, also in Bezug auf Polen, das ist natürlich, Deutschland ist eine wichtige Größe und ein wichtiger Bezugspunkt, aber ich glaube, die polnische Europapolitik in den kommenden Jahren wird wahrscheinlich noch stärker von anderen Faktoren bestimmt werden. Und zwar unabhängig davon, wer da im Herbst die Nationalwahlen gewinnt. Ich bin da in Klammern etwas skeptisch über die Möglichkeit einer polnischen Wende in Polen, auch angesichts der jüngsten Ergebnisse der Europawahl. Aber was die Europapolitik anbelangt, dann haben wir in Polen ein etwas gravierenderes Problem, wenn nicht ein strategisches Problem mit der Europapolitik. Und das kann man sehr gut an einem Beispiel zeigen, nämlich wenn wir uns jetzt überlegen, was sind die großen Themen, die Europapolitik, die Europäische Union in den kommenden Jahren bestimmen werden, was die prägen werden, die Politik der EU. Da sind es wahrscheinlich, also man kann natürlich viele nennen, aber ich würde sagen, das Zerwürfnis zwischen Amerika und Europa ist ein wichtiges Thema. Das zweite wichtige Thema ist die Frage, wie reagiert Europa auf seinen relativen Niedergang und auf den Wettbewerb mit großen Mächten oder gegen großen Mächten wie China, auch große Firmen, andere große Partner wie Amerika. Das dritte große Thema ist Klimapolitik. Und das vierte große Thema ist Demokratie. Also wie schützt man sich gegen die Angriffe gegen Demokratie innerhalb der Europäischen Union? Und wenn wir diese vier Themen haben, dann sehen wir, dass Polen mit allen diesen strategischen Entwicklungen in der Europäischen Union ein ziemliches Problem hat. Man kann fast so weit gehen, zu sagen, aus der Sicht der aktuellen Definition der polnischen nationalen Interessen geht die Europäische Union eigentlich in eine falsche Richtung. Und die Frage ist, stimmt das? Ist das so, wenn Europa sich zum Beispiel protektionistische Maßnahmen gegen Chinesen oder chinesische Firmen, Akteure
entscheidet, dann verändert das natürlich auch das Funktionieren des gemeinsamen Marktes in Europa. Und das irgendwie läuft zuwider dem polnischen Interesse an einem offenen Markt, an einem liberalen Markt. Mit Amerika, wir wollen jetzt einen klaren, engen Schulterschluss mit Washington. Das ist nicht genau das, was die Richtung der gesamten EU bestimmt. Mit der Klimapolitik haben wir ein ziemliches Problem, weil sie unsere Kohlewirtschaft zu Tode bringt. Und mit der Demokratie, wenn das so weitergeht in Polen, dann man weiß, dass dieses Thema auch auf der EU-Ebene eine größere Relevanz erfahren wird. Und ich glaube, das ist das strategische Dilemma für Polen in den kommenden Jahren. Und das interessanterweise auch wenn wir eine andere Regierung haben, dann wird sich diese Regierung auch die gleichen Fragen stellen müssen. Vielleicht nicht die Demokratiefrage, weil die hoffentlich wird dann gelöst werden. Aber das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere, was wir momentan aus der polnischen Sicht in Europa beobachten. Vielen Dank. Danke. Ich denke, Macron ist sowohl gestärkt worden als auch wiederum nicht. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zunächst einmal wurde er gestärkt, weil er, wie bereits zuvor gesagt, nur einen kleinen Unterschied zur Partei von Le Pen bekommen hat. Also der Unterschied war nur sehr gering zu Le Pen. Und zweitens wollte er natürlich, dass die traditionelle konservative Partei quasi der Puffer zwischen La République en Marche, also seiner Partei, und dem Front National wird. Oder Rassemblée National. Also diese traditionelle Partei hat quasi immer mehr Raum verloren in diesem Präsidentschaftswahlkampf. Und das ist das erste Mal, würde ich sagen, oder das ist der erste Grund vielmehr, warum ich sagen würde, dass Macron gestärkt aus der Wahl hervorgegangen ist. Zweitens ist er in einer zentralen Position für den Präsidentschaftswahlkampf. Und das bedeutet, dass er sagen kann, quasi, dass er von rechts bzw. auch von links ist. Aber er wurde nicht gestärkt, weil das eben nicht ganz so stimmt. Er hat also die Wahlen gewonnen, weil er viele Stimmen von der Linken erhalten hat, also im Präsidentschaftswahlkampf, also von dem ehemaligen Hollande-Wählern. Und jetzt ist es so, dass es ist bei Macron quasi das Gleiche. Aber es sind jetzt hier bei der EU-Wahl, bei der Wahl zum Europäischen Parlament, nicht die gleichen Wähler. Er hat einen Großteil seiner eigenen Wähler aus der Präsidentschaftswahl verloren und viele Wähler von den Republikanern bekommen und auch von Fillon. Und das muss man hier wirklich verstehen, weil Macron der Gleiche ist und gleichzeitig auch nicht der Gleiche ist wie vor 2 Jahren. Und das wird verschiedene Konsequenzen in Bezug auf seine Politik haben. Dass dann, ob die europapolitische Haltung Macrons sich dann ändern muss, weil er ein anderes Elektorat bedienen muss, das mehr auf der rechten Seite ist. Aber noch haben wir diese ganzen Vorschläge aus Frankreich, noch hat die deutsche Regierung das alles abgeblockt. Wir haben in unserer Studie, die da ausliegt, eine Umfrage veranstaltet, die ganz deutlich zeigt, dass die große Mehrheit der Deutschen dafür ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen, gemeinsam mit anderen EU-Partnern, um eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Europapolitik zu gestalten und sich auch von der deutschen Regierung eine aktivere und kooperative Europapolitik zu wünscht. Die Frage ist jetzt, ist dieses Wahlergebnis ein Mandat dafür, dass Deutschland endlich aus den Puschen kommt und eine aktive Europapolitik betreibt? Also erstmal müssen wir sagen, wir sind im Moment in Deutschland in einer Phase des Übergangs. Wir wissen nicht, wie lange diese Phase des Übergangs dauert.
Als diese GroKo erneuert wurde, war allen klar, dass das nun definitiv die letzte GroKo sein würde. Und es haben ja auch nur Steinmeier und Lindner waren ja die entscheidenden Väter. Wären die beiden nicht gewesen, hätte es diese GroKo schon gar nicht mehr gegeben. Und nun wissen wir im Moment nicht, wie lange diese Übergangsphase noch dauert. Und man muss dazu auch sagen, Frau Merkel war jetzt nie die große Europa-Enthusiastin. Sie ist nie besonders aufgefallen durch visionäre Vorstellungen für Europa. Auch in der Phase, als es um Griechenlandhilfen ging, hat sie lange gezögert, ob man überhaupt irgendwas machen sollte und dann erst nach langem Zögern sich dazu verhalten. Und sie ist eine Machtpragmatikerin, der Europa jetzt im Gegensatz zu ihrem Vorvorgänger Helmut Kohl nicht so am Herzen liegt. Und ich glaube, ihr wäre es am liebsten, man könnte das Ganze irgendwie weiterhin auf die lange Bank schieben. Sie wird auch das Europa-Wahlergebnis nicht als zentral werten. Sie wird sagen, tatsächlich, dass andere Aspekte eine wichtigere Rolle gespielt haben. Und von daher, wenn diese Übergangsphase, und übrigens auch Frau Nahles hat das Europathema jetzt nicht so, sie war jetzt nicht so begeistert. Man muss gucken, ob da bei der SPD noch jemand kommt, der das vielleicht dann wieder mehr anstoßen kann. Wir wissen ja im Moment noch nicht, wer bei der SPD kommen würde und ob der dann oder diejenige, die dann kommen oder kommt, dann das möglicherweise wieder mehr anstößt. Aber auf jeden Fall müsste Frau Merkel dahin getrieben werden. Sie selbst wird keine großen Initiativen, glaube ich, mehr ergreifen. Und für sie war das, was man da in Meseberg mit Präsident Macron erreicht hat, das war also schon mehr darüber hinaus, wird sie, glaube ich, nicht gehen wollen, als das, was da gemeinsam vereinbart wurde. Also glaube ich, wir müssen abwarten, was nach dem Übergang passiert. Bis die Phase des Übergangs beendet ist, rechne ich nicht mit einem großen Kurswechsel in der Europapolitik. Okay. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch 10, 15 Minuten, um ein paar Fragen und Kommentare aus dem Publikum einzusammeln und fangen damit gleich mal an. Hier diese Dame bitte und hier Jakob. Danke. Ich würde die internationalen Experten und vielleicht auch die beiden vom ersten Panel gerne bitten um eine Antwort auf die Frage, was wir zu erwarten haben. Ich habe mich gewundert, dass es überhaupt nicht zur Sprache kam in der wichtigen Migrations- und Asylpolitik, was wir von dem neu zusammengesetzten EU-Parlament zu erwarten haben. Noch mehr Konflikte, noch mehr Festung Europa oder was deutet sich da an? Jan-Jakob Chromitz, Hertie School of Governance. Ich wollte Piotr Buras fragen, wie du das Ergebnis von Wiosna bewertest. Warum ist es so exorbitant gut ausgefallen? Das war ein Scherz. Ja, ich würde noch eine Frage dazu nehmen. Mhm. Vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Meine erste Frage an den Herrn Buras, warum Sie von Amerika sprechen, wenn Sie die USA meinen. Amerika ist ein langer Kontinent. Und an Frau Pütz, Ihre Abschlussfrage war an die Mitdiskutanten, ob dieses Wahlergebnis ein Signal dafür ist, dass Deutschland aus den Puschen kommt, so war Ihre Wortwahl, um eine aktive Europapolitik zu betreiben. Meiner Meinung nach betreibt die Bundesrepublik Deutschland seit der Gründung der Europäischen Union eine sehr aktive Europapolitik. Deswegen haben wir meiner Meinung nach in Deutschland sehr viele polnische Fachkräfte, bulgarische Fachkräfte, rumänische Fachkräfte, die mit den deutschen Fachkräften konkurrieren. Deswegen unter anderem auch so starke Wahlergebnisse der AfD in Ostdeutschland. Ja, von daher, ja, das wäre vielleicht eine Anmerkung beziehungsweise eine Frage an Sie. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Kommentare? Okay. Dann gebe ich zuerst mal das Wort an Piotr. Du musst auch sehr pünktlich los. Hm? Ja, vielen Dank. Ganz kurz mit meinem Amerika. Also ich entschuldige mich für diese unpräzise Formulierung. Ich meinte natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika. Die zweite Frage nach der Wiosna. Wiosna ist eine
vielleicht nicht alle hier wissen, ist es eine neue linksliberale Gruppierung in Polen, die eine große Ambition hatte und sich der Parteiführer Robert Biedroń hat sich als Zielmarke quasi ein doppelstelliges Ergebnis gesetzt. Es ist bei über 6% gelandet und das ist natürlich eine ziemlich herbe Niederlage. Ich glaube, es gibt mehrere, natürlich wie immer mehrere Gründe dafür. Also diese enorme Polarisierung, die vorher gesagt auch wurde, hat bestimmt dazu beigetragen, dass viele Wähler sich eben nicht entschieden haben, ihre Stimme für eine neue und viel kleinere Partei abzugeben. Also diese Wahl war tatsächlich eine Wahl für die Regierung oder gegen die Regierung und die Symbolkraft eines Erfolges des großen Oppositionsblocks, dem sich die neue Wiosna-Partei, die Frühlingspartei, nicht anschließen wollte, hätte natürlich eine gewisse Bedeutung gehabt für die Herbstwahlen. Ich glaube aber das ist jetzt hier nicht genug Zeit und wahrscheinlich auch nicht der Ort, um das im Detail zu erörtern. Ich glaube, die Partei hat auch mehrere Fehler gemacht und sich nicht so ganz überzeugend einfach positioniert. Und ich glaube, für sie ist es natürlich, kann unter Umständen interessant sein, zu gucken, ob sich diese Partei überhaupt behauptet auf der polnischen Szene oder ob sie sich dem großen Oppositionsblock anschließt oder völlig verschwindet. Das ist ja alles ist jetzt, glaube ich, noch im Fluss und alles ist möglich. Ich wollte vielleicht, wenn ich darf, noch eine kurze Frage geben auf die Migrations eine kurze Antwort geben auf die Migrationsfrage. Ich glaube, dass das Europäische Parlament wird bestimmt eine gewisse Rolle hier spielen mit seinen Resolutionen, mit Stellungnahmen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn wir überhaupt einen Fortschritt haben können in der EU, wenn es um die Asyl- und Migrationspolitik geht, dann wird dieser Fortschritt realistisch gesehen nur auf der intergouvernementalen Ebene passieren. Also das heißt, man kann nicht erwarten, dass wir jetzt eine große Lösung bekommen, wo die Kommission und das Europäische Parlament erste Geige spielen werden. Das, meiner Meinung nach, wird nicht kommen. Vielleicht wird sich eine Gruppe von Mitgliedstaaten zusammentun, wenn, und da stellt sich die Frage nach der Position Deutschlands. Deutschland wird hier die entscheidende Rolle spielen. Und nur auf diesem Wege kann irgendwas passieren. Vielen Dank, Piotr. Ich nehme noch Ihren Kommentar auf. Ich denke, das ist ein Teil des Problems, dass viele Deutschen, ich respektiere ihre Meinung natürlich, meine Meinung dazu ist, dass wir in Deutschland das Gefühl haben, und das speist sich einfach aus einer gewissen Tradition, aber das ist vergangenheitslastig aus meiner Sicht, dass wir Deutschen sehr viel für Europa tun, also sehr viel Geld nach Europa schicken und eine sehr aktive Europapolitik fahren. Aber das ist so ein bisschen wie wenn man alt und faltig wird, sich aber noch jung sieht, dass diese Zeit einfach vorbei ist aus meiner Sicht, dass Deutschland keine aktive Europapolitik mehr fährt und vor allen Dingen die EU darstellt, als ob Deutschland nur reinzahlen würde und nichts herausbekommt. Und das ist ein falsches Bild. Sie haben die Fachkräfte angesprochen, das ist natürlich auch ein Teil des europäischen Binnenmarktes und Deutschland profitiert wie kein anderes Land von diesem europäischen Binnenmarkt als größte Exportnation. Das ist halt die andere Seite, der andere Aspekt dieses Bildes. Von daher ist ein Wunsch von uns, dass Deutschland in eine aktivere Europapolitik reingeht. Das Thema, vielen Dank, Piotr, du musst schon gehen, ja. Wir hören jetzt auch an dieser Stelle auf. Das
das Thema EU-Migrationspolitik wird im nächsten Podium ganz sicher eine Rolle spielen. Da geht es jetzt nämlich darum, wie handlungsfähig die EU sein wird und was jetzt die wichtigen Themen und Projekte sind, die jetzt anstehen, was jetzt europapolitisch getan werden muss. Aber zuerst mal Pause und frische Luft. Ist sehr stickig hier und wir sehen uns dann um 17:30 wieder hier oben.